So Leute, was geht ab? Eigentlich wollte ich heute das Video rausbringen zum Ultron-Event. Das habe ich nämlich jetzt auf 100% durchgespielt und beziehungsweise eigentlich wollte ich das Opening bringen. Jetzt ist aber gestern noch dieses andere Event hier gekommen und ich vermute, das wird gerade den Leuten eher auf der Seele brennen, wie das da funktioniert. Deswegen kommt, denke ich, die Belohnung und alles vom Ultron-Event morgen. Und jetzt heute sehen wir dann quasi hier kurz ein kleines Video von mir zu diesem Event. Ich habe jetzt nicht so viel Mühe reingesteckt, wie ihr vielleicht wolltet, weil ich habe gestern den ganzen Tag das Ultron-Event fertig gespielt. Da war ich so glücklich, dass ich endlich durch war, weil es unglaublich lange dauert. Und ich hatte gestern noch frei für den Fall, dass ihr Fragen habt. Dann habe ich gesehen, oh nein, da ist ein neues Event. Deswegen bin ich einfach in dieses Event rein und habe es durchgespielt. Also ich habe euch da, ich habe da jetzt ein bisschen was aufgenommen, aber ich habe euch keine One-Shots aufgenommen. Ich habe euch grob so ein bisschen was aufgenommen. Das kommt jetzt, ich denke, das kommt jetzt hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich schneiden werde. Ihr werdet es dann sehen. Und ja. So Leute, hier fange ich jetzt an. Diese Events funktionieren eigentlich immer gleich. Das ist die zweitletzte Runde der Gegner. Also das sind, ihr habt fünfmal die gleichen Gegner. Jedes Mal. Und, oder ihr habt sechsmal die gleichen Gegner. Und es sind fünf Gegner an der Zahl. Und der erste Gegner ist eine Magic. Das ist die zweitletzte Magic, die vorkommt auf der schweren Map. Seht hier 34.670 Wertung. Und meine Antwort auf Magics ist quasi der Gladiator Hulk. Das ist einfach das, was er super kann, wenn ihr einen Gladiator Hulk habt. Er kann mit dem Heal-Block verhindern, dass sie durch die Limbus Leben zurückkriegt und gleichzeitig, wenn die Limbus aktiv sind, macht er zusätzlichen Schaden auf ihr, plus er hat Klassenvorteil. Dann kommt noch dazu, dass wenn einer von beiden unter 20% droppt, er sogar noch die Chance hat, nochmal Leben zu generieren. Und ihr seht hier eigentlich wunderschön, also ich habe diesen Gladiator Hulk nicht einmal belebt, das ist jetzt die vorletzte Magic, die er zu bewältigen hat. Und wie gesagt, also ich habe sie ohne Probleme down gekriegt und die letzte Magic auch noch. Also ein Rang 4 Gladiator 5 Sterne ist dazu auf jeden Fall in der Lage. Wenn ihr natürlich eine 4 Sterne Version habt, braucht ihr vielleicht einen Beleber mehr. Ja, aber ich meine, was wollt ihr euch da beschweren? Die meisten machen das eventuell auch mit Blade natürlich, weil Blade mit dem Danger Sense, also mit der Synergie, er braucht sie glaube ich nicht mal bei Magic, nee, braucht er nicht. Aber ja, ihr habt die Danger Sense Synergie eh dabei, wenn ihr Blade dabei habt, wegen einem späteren Gegner, kommen wir dann dazu. Aber mit einem Blade könnt ihr sie sonst auch machen. Aber ihr seht hier, der Gladiator Hulk funktioniert wunderbar. Am Schluss warte ich noch ein bisschen, um meine Leben so weit wie möglich zu regenerieren. Und mit 74 Hits hat dann der Gladiator Hulk sie vernichtet. Dann geht die Map weiter. Und als nächster Gegner kommt, ich weiß es gerade doch, der Hyperion ist glaube ich der nächste Gegner. Wir speeden das hier ein bisschen ab. Ich lasse euch nicht mehr die ganzen Kämpfe jetzt drin. Und das hier ist jetzt auch der Kampf gegen den Hyperion. Den lasse ich euch den Anfang laufen. Das ist eigentlich das Essentielle. Ich habe Void benutzt. Also man kann natürlich ganz viele Methoden fahren. Die Iceman-Methode geht sicher auch wieder. Aber die wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Einfach Superkräfte 3 von ihm fressen. Und ja, ansonsten genau das versuche ich. Ich versuche den Versteinerungs-Debuff auf ihn drauf zu kriegen. Dadurch wird sein Power-Gain geringer und es wird ein bisschen einfacher gegen ihn zu kämpfen. Ihr seht hier, dann hatte ich noch Glück und dann kam direkt als nächstes auch nochmal ein Power-Gain, eine Versteinerungs-Debuff drauf. Das heißt, ab jetzt hat er gar kein zusätzliches Power-Gain mehr und ich kann ganz gemütlich wie gegen normalen Hyperion gegen ihn kämpfen. Ich dodge seine Superkräfte und verprügle ihn einfach. Er ist halt, er ist betäubungsimmun, ne? Das müsst ihr halt, da müsst ihr halt wissen, wer dagegen spielt. Bei Hyperion auch immer gut, immer, auch wenn ihr nicht im richtigen Moment reinkommt, haut ihm auf den Block, auch am Anfang, einfach nur, um ihn so weit wie möglich auf die rechte Seite der Map zu pushen. Weil das Problem ist, wenn er euch in die Ecke pusht, dann könnt ihr seinen Heavies und seinen Superkräften nicht ausweichen. Und ihr seht es hier, also das spielt sich jetzt einfach noch runter. Ich weiß nicht, ich werde es jetzt gleich irgendwo cutten, weil also das macht keinen Sinn, euch da den Rest noch zu zeigen. Es ist, ab jetzt eigentlich geht es genauso weiter, bis er tot ist. Ja, ich cut das jetzt hier.
So, der nächste Gegner ist der Iceman. Und für ihn müsst ihr wirklich, ihr müsst was mitnehmen für ihn, wenn ihr nicht Unmengen an Geld ausgeben wollt. Meine Antwort war natürlich der Corvus. Der Corvus ist nämlich, solange seine Glefenladungen aktiv sind, kriegt er keinen Schaden durch diesen Kälteeinbruch. Im Gegenteil sogar, ihr seht, ich regeneriere hier Leben. Und zwar 94 durch Willpower und weil es als Debuff zählt. Gleichzeitig hat Corvus den Vorteil, dass er bei einem Block ihn immer betäubt, weil er die Ice Armor direkt durch den Armor Shred beim Block durchbricht. Und ja. Und dann ist ein relativ langer Kampf. Ihr könnt auch andere Charaktere mitnehmen, wie ein Sabertooth, ein Mephisto und hat noch irgendwas die Resistenz. Eine Emma Frost könnt ihr mitnehmen, weil sie am Anfang halt auch ihr Schild hat, wodurch sie immun ist. Ja, und jetzt hier tue ich. Er macht ziemlich viel Blockschaden, also hier tue ich euch jetzt auch nicht den gesamten Fight an. Weil ich müsste jetzt wieder die kompletten Glefenladungen ready kriegen und das dauert ewig. Bei Void, ich habe einmal gefailt und mein Spider-Man ist gestorben, deswegen habe ich es immer neu gestartet. Ich tue mich da teilweise ein bisschen schwer bei ihm. Aber an sich ist Void nicht schwierig. Ihr müsst beim einfach schauen, dass ihr mit der Hit-Combo immer bei 9 eine Pause macht. Ihr seht, dann kriegt man diesen Debuff drauf, aber er ist noch nicht aktiv. Er braucht noch kurz, um sich zu aktivieren, dieser Debuff von Void. Und in dieser Zeit macht ihr den 10., 20., 30. und so weiter Hit, um ihn einfach loszuwerden und ihn abzuschütteln. Ihr seht, jetzt kriege ich ihn. Mache eine 19er-Kombo in eine Superkraft 1, kriegt keinen Schaden, er ist betäubt und ich kann weiter meine Combo aufbauen. Jetzt bin ich wieder in einer guten Ausgangsposition, jetzt kann ich seine Superkraft 2 baiten. Und jetzt warte ich eigentlich nur wieder darauf, jetzt habe ich den Debuff drauf. Jetzt wird er aktiv, jetzt fängt er an Schaden zu machen und jetzt habe ich ihn bei 30 Hits dann schon wieder abgeschüttelt. Hinten raus, auch kurz wieder Brain AFK einfach durchgehauen. Also da wäre das Ziel noch nicht gewesen, ihn so früh drauf zu machen. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen zu viel Schaden gefressen. Hätte ich kurz warten müssen wieder auf den Damage Stop. Umsonst 20% Leben verloren. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag schon Event gespielt. Wollte einfach nur noch durchkommen. Und jetzt hier gegen Schluss sowieso Superkraft 1 einfach rein. Und ja. Dann ist der Void auch down. Also mit dem Sparky ist sicher gut, aber da könnt ihr auch, da könnt ihr den Blade nehmen, zum Beispiel mit der Synergie vom Ghost Rider. Der letzte Kampf ist Corvus und ja, das ist einfach ein mühsamer Kampf. Da nehmt ihr einfach, was ihr rumstehen habt, halt, mit dem ihr gegen ihn kämpfen könnt. Und kämpft gegen ihn. Er guckt, dass er ihn nicht allzu oft betäubt. Na, ansonsten gibt es da nichts zu sagen, weil er euch natürlich einen Heiden-Block-Damage macht. Das seht ihr hier. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt nochmal gefailt habe, weil ich im Video einfach euch was zeigen wollte. Ja. Das können wir eigentlich auch. Corvus-Kampf ist nicht speziell. Den skippen wir jetzt, weil jetzt ja auch die Leute anfangen mit mir zu chatten, weil ich Offizier bin. Und dann kommt der Endgegner. Das sieht hier so aus. Ich habe all meine Charaktere, die ich dabei habe, genommen. Und habe einmal gegen ihn gekämpft. Wieso habe ich das gemacht? Weil ich ihn letzten Endes mit meinem Dr. Voodoo töten will und muss. Und deswegen habe ich die anderen einfach in ihn reingeopfert, um auch zu gucken, wie es von der Note aussieht, von der Schwierigkeiten, alle möglichen. Und ihr braucht fast schon Dr. Voodoo, finde ich. Dann macht es auf jeden Fall deutlich leichter. Es geht sicher auch mit anderen Charakteren. Aber mein Tipp ist Dr. Voodoo. Ansonsten müsst ihr eventuell mehr Geld ausgeben oder Units. Ich habe hier auch, wie oft bin ich gestorben? Klar, viermal meine anderen Charaktere, aber ich habe es auch nicht, ich habe ihn nicht gewonnen oder zuschauen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Beleber gebraucht. Beim ersten Mal musste ich erst wieder den Rhythmus rauskriegen. Ich habe noch nicht so oft gegen den Champion gekämpft. Und der erste Kampf müsste jetzt der Fail-Kampf sein eigentlich. Er startet mit einem Powerbalken und ihr seht auch, er macht einen mega Block-Damage und eben hier ist es noch schwer einzuschätzen, weil ihr müsst gucken, dass ihr die Superkraft 1 auf die Urwut draufkriegt. Hier seht ihr, habe ich ein Mistiming gehabt, ich habe es viel zu früh gemacht, jetzt hat er die Urwut gekriegt, durch die Wutausbrüche ist er Damage-immun und ja, das ist deswegen einfach nicht so effektiv, wie wenn ihr es richtig timet, weil ihr kriegt eben einen sehr hohen Blockschaden auch von dem Kollegen einfach. Und jetzt kommt wieder die Urwut und da haut er mich rein und dann ist vorbei. Aber ne, aus Fehlern lernt man. Ich habe kurz Timing gebraucht. Die Urwut kommt ja, ich
meine, die kommt immer gleichzeitig. Und diesen Rhythmus muss ich noch ein bisschen trainieren, beziehungsweise jetzt habe ich ihn trainiert. Jetzt sollte ich ihn drin haben. Jetzt sterbe ich aber, glaube ich, trotzdem nochmal. Ne? Ich bin nicht perfekt, ne? Ich sterbe auch. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall das Timing besser drauf mit der Urwut. Könnt ihr dann sehen. Also ich weiß jetzt am Anfang, ich kann in ihn reinprügeln und dann muss ich nicht überhektet gucken. Und seht ihr, da ist Timing perfekt, da kommt die Urwut 19 und dann war ich wieder, dann habe ich ein bisschen ausgewichen, um die Zeit wieder gut zu machen, also weil es ja doch eine Zeit geht, bis die Urwut wiederkommt. Und dann war ich überflügelt, weil es so gut geklappt hat und ich wieder genau den richtigen Moment getroffen habe, aber 17 Vergiftung drauf und Face evaden und sterb. Passiert mir auch, das passiert euch, das kann jedem passieren. Ist halt schade, ansonsten wäre das hier eigentlich ziemlich sauber gewesen. Also ziemlich sauber runtergespielt gewesen. Dann muss ich ihn halt nochmal beleben. Das heißt, ich habe dann zwei Beleber gebraucht in dieser Situation für den guten. Also den einen oder anderen Beleber habe ich gebraucht. Ich hab ein, zweimal gefailt in der Map davor auch. Es gibt immer die Leute, die sagen, ja, das ist easy, ich habe einen Beleber gebraucht. Aber ganz ehrlich, Leute, also wenn man da halt einen Fehler macht, die Gegner sind so designt, dass ihr dann halt einfach sterbt. Und ich schaue sehr viel Serien auch nebenher zum Zocken. Passiert. Aber wie gesagt, hier. Guckt euch das am Anfang an oder guckt euch mein Video an, dann kommt ihr mit dem Timing eigentlich recht gut klar. Und dann kriegt ihr es eigentlich wirklich meistens hin, die Urwut sinnvoll zu treffen. Also ich habe es zumindest relativ gut geschafft. Hier habe ich dann jetzt drauf geschissen, weil ich einfach seine Leben gesehen habe, dass er stirbt, wenn ich ihm jetzt eine Superkraft noch reindrücke. Das war dann eigentlich dieses Event, das waren meine Charaktere, da gibt es natürlich viele Adaptionen. Ich wäre froh drüber, wenn jeder von euch unten, der es geschafft hat, hinschreiben könnte, welche 5 Champions er benutzt hat und eventuell wen für welchen Gegner und wie viele Units er gebraucht hat. Einfach damit ihr so viele Einflüsse wie möglich kriegt. Mein Ziel ist natürlich nicht nur, dass ihr meine Einsicht habt. Es ist klar, ich habe krasse Champions, nicht jeder hat so krasse Champions zur Verfügung. Und deswegen wäre ich euch auch dankbar, wenn ihr das tun könntet und somit den anderen Abonnenten helft, sie so viel wie möglich haben. Was ich euch noch sagen kann, sehr nützlicher Champion ist auch noch der Archangel, der ist für den Void ziemlich effektiv, habe ich gehört. Ich denke, das funktioniert auch relativ gut. Und Blade, wie gesagt, ist ein sehr nützlicher Charakter. Dann braucht ihr irgendwas, wo immun ist gegen die Froschbeulen von dem Iceman, also Sabertooth, Corvus, Emma, Mephisto, irgendetwas, was einfach gut dagegen ist. Den Mephisto könnt ihr dann eventuell gleichzeitig nochmal sogar benutzen für den Corvus. Aber Corvus macht viel Blockschaden, da müsst ihr wissen, ob ihr wirklich das wollt. Gleichzeitiger Vorteil von Mephisto gegen Iceman ist, dass der Iceman nicht mit seiner Armor startet, weil ihr also durch den Start am Kampf den Gegner verhindert, dass er die ersten 15 Sekunden einen Buff kriegen kann. Ne? Ja, als Reward hat man hier noch ein 5-Sterne-Gem gekriegt. Den habe ich natürlich auch noch geöffnet. Den will ich euch hier nicht vorenthalten. Und ich habe natürlich auf Dinge gehofft. Ich kann euch jetzt nicht sagen, auf was ich gehofft habe, weil dafür müsst ihr erst das Video von morgen sehen, weil die Belohnung von dem Ultron-Event ich natürlich was gekriegt habe, in dessen Richtung ich jetzt nicht spoilern kann. Und ich habe auf jeden Fall auf einen Champion gehofft hier aus diesem Crystal. Und was soll ich sagen? Ich kann absolut nichts dazu sagen. Ich habe, ja, prinzipiell hoffe ich natürlich wie bei jedem Video auf Sabertooth, Killmonger, Domino, Wasp und ja. Und ich habe hier raus einen Champion gekriegt, den ich noch nicht hatte. Auf jeden Fall. Huhu, ich habe euch schon gespoilert. Ich habe euch das ganze Opening kaputt gemacht. Ich muss ja irgendwas sagen, wenn der Vergangenheitsbob das Ding so lange drehen lässt. Hier dachte ich erst, ich krieg den Cable, aber dann wurde es die Nebula. Bin ich jetzt nicht so traurig drüber, auf jeden Fall. Die kann man auch hier und da mal benutzen. Ich wollte eh schon mal mit ihr rumspielen. Mit ihren Defense-Möglichkeiten zu parryen und dem Gegner die Debuffs drauf zu werfen. So viel zu diesem Event. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut sie auch raus und Tipps bitte auch unten reinhauen für die anderen Abonnenten, um euch gegenseitig zu helfen und nicht nur meine Hilfe zu haben. An der Stelle möchte ich noch sagen, in meinem Opening von gestern
Wir haben Opening von gestern, als ich den Corvus als 6-Sterne-Version aufgemacht habe. Also mittlerweile bei all meinen Videos. Ich finde es voll geil, dass ihr mittlerweile alle auch schreibt, dass ihr euch freut, wenn ich einen guten Champion bekommen habe. Also es freut mich wirklich, wenn ich dann die Kommentare lese. Weil früher war es oft so, dass ich einfach nur gehatet wurde, wenn ich gute Champions gekriegt habe. Aber ich kriege auch dazwischen relativ viel Rotz, ne? Das sehen viele von euch und das erkennen auch viele an. Also viele freuen sich da auch und das finde ich eigentlich super. Also dahingehend danke nochmal dafür, für alle, die sich gefreut haben und mir auch gratuliert haben. Es waren echt sau viele. Also auch nochmal danke an euch. Haut rein, Leute.